Willkommen zurück. Habe ich ja noch nicht das Mikrofon vor der Nase gehabt. So. Wir brauchen jetzt noch immer Warnkakteen. Also willkommen zurück bei Sword Art Online. Jetzt sieht uns der noch. Machen wir den nochmal platt. Wir sind immer noch auf der Suche nach Warnkakteen und ich hoffe, dass ihr auch auf der Suche seid nach dem Abo-Knopf und den Like-Button. Und dass ihr da mehr Erfolg habt, das zu finden als ich. Aber ich glaube schon. Oh, Stufe 30. Yeah, Baby. Wir brauchen immer noch ein paar Warnkakteen. Da sind welche. Haha, ich sag ja. Kakteen sind hier überall. Dann brauchen wir aber noch ein paar. Damit wir unsere Reliktaufgabe fertig kriegen. Und danach machen wir uns auf den Weg zum Steinriesen. Da ist noch einer. Jetzt sind wir bei 17, glaube ich, ne? Wir finden uns noch drei Stück. Und die sollten hier, glaube ich, auch gleich irgendwo da rum noch rumtigern. Da sind auch welche. Na. Das Spiel verlässt mich halt nicht. Das lässt mich halt nicht im Stich hier. Noch machen. Da auch. Prüfung des Schildkriegers. Abgeschlossen. Da müssen wir hier erstmal alles kaputt machen. Au. Sehr gut. Jetzt können wir hier runter gehen. Ich glaube, der war das nämlich. Das musste da, das war der, glaube ich, mit den Warnkakteen hier. Der da oben war mit den Feuerechsen. Dankeschön. Gratulation. Nochmal einen Skillpunkt erhalten. 10 Skillpunkte. Oh. Okay, gucken wir mal hier. Was wir noch hier freischalten können. Leuchtkreis. Beherrscht Stern, bester Strom. Was ist das? Geheimes Skill, der mit Skillverbindung großen Schaden verursacht. Er fesselt 16 Schläge nacheinander, die mehr Schaden anrichten als jeder andere Angriff. Coole Sache. Domäne der Experten. Dann nehmen wir den Infernaler Überfall. Skillverbindung plus 1. Können wir noch nicht nehmen. Können dann jetzt aber. Hier können wir auch noch was nehmen für. Yu-Gi-Oh! Horizontalhieb. Skill für Kombo-Angriff bei Verstärkung. Und Gegner sogar mit einem Angriffsdebuff belegen. Das nehmen wir nochmal mit. Gut, dann gehen wir hier nochmal gucken. Albtraumregen. Dunkelschrei. Anschlag. Wutangriff kann Gegner im Gefahrstatus verwerfen. Sprinte los für euch Schlösser aus. Machen wir mal. Letzte Revolution. Kombo-Abschluss, infernaler Überfall, das ist schon mal gut. Blitzbiss. Zahllose Nadeln. So. Hier noch? Feuerblitz. Sonst haben. Oh, Feuerblitz. Los. Gut. Was haben wir dann noch für so? Ah, ich drücke die falsche Taste immer. Horizontalhieb. So. Sehr gut. Aber Kombo-Abschluss. Autoskill-Verbindung. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Da vorne ist ja nochmal so eine Reliktstatue. Ich weiß nicht, ob wir da rankommen.
Ansonsten geht's ziemlich. Wir müssen da runter. Ah, super. Ich bin einfach mal runter hier. Da ist die Statue. Gehen wir da noch mal gucken. Ah. Was? Wieso werde ich denn angegriffen? War gar nicht bei mir in der Nähe. Oh. Ehrlich jetzt. Oh. Ja, fürchterlich. Na. So, wie viel müssen wir jetzt machen? Wandersteine, 10 Stück. Oh, kriegen wir auch noch mal zusammen. Da hinten. Wie kommen wir da rüber? Hier hoch. Okay. Hier links. Ja, aber lass mich bitte vorher dahin. Nee, noch vorher? Nein, natürlich nicht. この大きさ間違いないと思います。巨人のジャイアント族の足跡です。それじゃこの足跡を追っていけばジャイアント族のいる場所にたどり着けるってことだね。ああ、おそらくな。とにかく足跡が消える前にジャイアント族を。Ja, hinterher. Speichern. Zwischendurch speichern, ne? Ist wichtig. Hier muss auch wieder irgendwo eine Kiste sein. Bestimmt irgendwo entweder oben oder in irgendeiner Höhle oder sonst irgendwo ist. Ja, Feuerechsen. Ah, ja auch noch. Ah, gleich 2 Stück. Davon brauchen wir ja auch nochmal 10 Stück. Das ist schon mal gut. Vorne war gerade was zum Sammeln. Bin denn da? Winkelerz. Okay. Das sind nochmal feuerspuckende Echsen. Und da steht irgendwas. Dass ich mir gleich angucken werde. Hallo, feuerspuckende Elchse. Sehr gut. Das ist noch eine 2 sogar. Hihi. 3, 4. 3 habe ich gesehen jetzt schon hier. Das ist gut. Dann haben wir gleich schon 6 Stück oder so. Spaltkern erhalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte da jetzt nicht anklicken. Feuerstrom. Weil da bestimmt gleich irgendwann ein großer, mächtiger Boss rauskommt. Der uns sehr auf den Popo haut. Das habe ich jetzt das Gefühl. Oder sollen wir da mal klicken? Ich glaube, ich klicke da mal einen an. Ich klicke da jetzt einfach mal rauf. Auf der Tafel vor dir sind das Menschenreich und 7 Symbole eingraviert. Von den 7 Symbolen leuchten 1. Der Kreis steht für das Menschenreich und die Markierung zeigt auf Häuseldorf-Wüste, Viseertal. Best um heilige Bestien. In dieser Welt gibt es legendäre Wesen, die alle nur heilige Bestien nennen.
Wer eine solche Bestie besiegt, erhält dafür angeblich eine ebenso legendäre Waffe. Auf der ganzen Welt verteilt gibt es Monolithen, die auf die Position von 7 Bestien verweisen. Besiegst du eine, leuchtet der entsprechende Sektor des Monoliths auf. Hast du alle besiegt, erscheint die heilige Bestie. Okay. Das heißt, das können wir noch gar nicht machen. Wir sind bestimmt noch viel zu schwach dafür, mit Sicherheit. Gehen wir erstmal zur Hauptquest wieder weiterhin. Ich habe das Gefühl, da vorne kommt gleich der Riese, gegen den wir kämpfen müssen. Oha. でも変じゃないか。これまでに見た魔獣はあんな風にお互いを傷つけ合ったりしてなかったのに。まさかこいつが。ええ、ジャイアント族だと思われます。見つけた新たな獲物。おい、 お前の目的は一体なんだ？俺はザクズ。俺は力を誇示するため兄弟と共にここへ来た。全てを倒し、俺たちが最強であると証明する。魔獣もイウムも例外ではない。Wir wollen jetzt nicht wirklich gegen ihn kämpfen, oder? 俺たちも全力を示させてもらうぞ。 Doch. Okay. Ich hab's geahnt. Aua! Ach Quatsch, ich hab ihn jetzt gar nicht. Hauen wir mal ein bisschen. Jawohl! Das lief doch relativ easy. Uhu. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. このものは私たちのことをイウムと呼びました。イウム。確か北の洞窟で戦ったゴブリンも俺とユージュのことをそう呼んだな。イウムとは 暗黒界の言葉で人間という意味です。暗黒界の言葉を用い、そしてこの体育と要望、やはりこの者はジャイアント族で間違いありません。しかし、やはり納得できません。暗黒界の民である、ジャイアント族がどうしてここに。俺は力を誇示するため兄弟と共にここへ来た。
俺たち兄弟は最強、恥ずい。俺たち、おかしい。このジャイアント族は一人なのに、なぜ誰かと一緒にいるかのように話すんだ。ザクザと言ったな。ここにはお前一人だぞ。ひょっとして兄弟が近くにいるのか。俺一人、そんなはずはない。俺は兄と共にいたのだ。 俺たちは離れたことなど一度もない。お前の兄弟の名は？我が兄弟の名はジクジ。ジクジ、ジクジ。どこにいる？ここに生意気なユウムがいるのだ。共に倒そうぞジクジ。我が最強の、いいな、違う。 最強は俺だ。ジクジではない。俺だ。この俺なのだ。そうか。俺は一人の力を求め、兄弟さえも支配しようと。だが違う。俺たちは兄弟で最強。いや違う違う。俺一人こそが。 今のはフラクトライドが魂が崩壊したんだ。魂が崩壊？一体どういうことなんですか？精神に極度の負荷がかかると今みたいになってしまうことがあるんだ。自分の中にある確固たる観念が矛盾する考えや状況と衝突して怒ってしまうんだ。ライオスもあんな風になったよね。 彼の場合は自分の命と禁忌目録を天秤にかけ、その結果どちらも選べずに精神が崩壊してしまったんだ。それじゃザクザは一体どうして？詳しいことは分からないよ。自分たち兄弟が最強だと言いつつ、彼は自分だけが最強とも言っていた。その辺りに魂が崩壊する理由があったのかもしれないな。 とはいえ、あんな風になってしまうのは恐ろしいわね。全員が同じ状況で魂の崩壊が起こるとは限らないさ。あの現象が起こるのはものすごく硬直した観念に縛られた人だけだと思う。硬直した観念ですか？例えばライオスは自分の命が何よりも優先されるべきものだと考えていた。その考えを曲げることができなかったから、 自分の中に無人を抱えてしまったんだ。モンスターが消滅するのとはわけが違うし、少し衝撃的よね。ああ、暗黒怪人とはいえザクザも人怪人と同じ魂を持つ人間だからな。兄弟についても話していたし、私にとっては余計ね。そうだな。 兄弟、そうです、兄弟です。信じがたいことですが、ジャイアント族がいる以上南の回廊は突破されたと考えるべきでしょう。ならばザクザの言う兄弟とやらも人界に侵入している恐れがあります。それじゃ僕たちも南の回廊へ向かわないと。なあ、とはいえまずはザクザ戦で受けた傷を癒そう。今晩はここで野営をして 出発は明日だ。わかりました。 Ja, dann rasten wir mal. エルドリエなら大丈夫さ。わかっています。彼は聖号騎士。そう簡単に負けるはずがありません。
何よりも彼は私の弟子なのです。負けることなどあってはなりません。確かにエルドリエ様が負けるなど想像できませんが、ではザクザはどうやって南の回廊を通ってきたのでしょう。それは俺たちも北の洞窟でゴブリンと戦ったことがあるけど、聖豪騎士がそのことを把握しているとは思えない。 もしかしたら氷境界の知らない抜け道があって、そこから侵入を試みたのかもしれない。南の回廊でも同様のことが起きていると。あくまでも可能性があるって話だけどさ。そうですね。エルドリエの敗北が認められない以上、その説は有力かもしれません。とにかく 夜が明けたら南の回廊へ急ごう。俺たちでジャイアント族から人海を守るんだ。人海を守る、大丈夫か？問題ない、むしろ好機だ。闇の勢力を打ち大きな功績を得るためのな。 キリト君、キリト君、アスナ、早く起きて。どうしたんだ、そんなに慌てて。メディナ殿が消えました。消えた、なぜ？わかりません。 私たちが目覚めた時にはもう荷物と一緒に姿を消していたの。メディナ、キリト君、どこか思い当たる場所はない？わからない。けど彼女がオルティナノスケの汚名返上という目的を捨てるとは思えない。それなら魔獣討伐に向かったってこと。だとしてもどうして一人だけで向かったんだろう。考えられるのは、 討伐することで得られる功績を独り占めするためとか。今俺たちが把握している存在で最も強大な相手といえば、まさかジャイアント族。でも一人で勝てる相手じゃないでしょ。それはザクザとの戦いでメディナさんも分かっているはず。あ、一人じゃ ないかもしれない。どういうこと？前にメディナを尾行して俺が見たことは友達として言うべきじゃないよな。でもメディナが危険な目に遭っている可能性もある。前にメディナが夜中に野営地を抜け出して何者かの集団と接触するの。その次の日の朝、 メディナは巨人の足跡の情報を俺たちに教えてくれた。ではその者たちはメディナ殿の協力者だと。俺はそう考えている。けどいつの間に協力者を集めたんだろう。まだ確証はないけど、以前メディナのことを救世主と呼ぶ人に会っただろう。 カリウドの天職を奪っていた人だよね。村の外で保護したベクトの迷子の少女も急に救世主と呼んでいましたね。そうだ、もしかしたら、メディナは相手に自分を慕わせる力みたいなものを持っているのかも。そんなことができるのですか？あくまで推測だし、本人に聞かないと何とも言えないけど、 そうやって作った協力者がいれば、ジャイアント族とも戦えるはずだ。他に手がかりもありません。今はその推測に従って行動しましょう。ああ、メディナがジャイアント族を追ったと考えて、俺たちも南の回廊へ向かうぞ。Oh, jetzt müssen wir Medina suchen. Nee, da will ich erstmal nicht hin. Muss ich aber gleich hin.
Okay, das machen wir jetzt aber erstmal nicht mal in dieser Folge, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Wir suchen in der nächsten Folge Medina, schaltet dann auch in der nächsten Folge gerne wieder ein. Und ja, sonst gibt es einfach nicht viel zu sagen, außer macht's gut und bis zum nächsten Mal.